Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Nerd für Medizin. Ich habe mir heute einen Experten gekrallt, nämlich Ingmar Gröning. Er ist Chefarzt der Notaufnahme am Alexianer Krankenhaus in Krefeld, sodass ich es auch richtig aussprechen kann. Und ganz so nebenbei im nationalen Kursdirektorium vom ACILS-Kurs. Wir haben jetzt schon ein paar Videos zum ACILS gesehen, beziehungsweise werdet ihr ein paar sehen, mal schauen, wie diese alle so rauskommen. Aber ACILS beschäftigt sich ja mit dem konservativen Schockraummanagement, also wenn es nicht um Trauma geht. Und ja, jetzt kenne ich vom Trauma den ABC-Algorithmus. Jetzt gibt es von euch den Pre-Audit-Algorithmus. Und Ingmar, jetzt habe ich noch gar nicht dich ankommen lassen. Und die erste kritische Frage, ey, Pre-Audit, das ist doch ein langer Algorithmus. Was soll das? Ja, Nicht-Traumatologen, ne? Die müssen immer ganz, ganz viel Sachen machen, denkt man sich. Ja, Martin, der wirkt möglicherweise tatsächlich auf den ersten Blick ein bisschen sperrig, aber letzten Endes kann man den ganz gut in vier Phasen runterbrechen, nämlich der Phase der Vorbereitung, der Erstversorgung, der weiteren Versorgung und dann der Disposition. Okay, Vorbereitung. Jetzt, da schalte ich halt das Licht im Schockraum ein, ich kriege irgendeinen Anruf, dass irgendwas kommt oder im Ivena ploppt was auf. Check. Nicht ganz. Genau, wir müssen natürlich schon ein kleines bisschen mehr machen. Wir haben aus der notärztlichen Übergabe hoffentlich erfahren, was kommt grob für einen Patient, was hat er für Probleme und womit rechnen wir. Wir wollen gut vorbereitet sein, wir wollen vor der Welle sozusagen sein, vor dem Patienten sein, vor den Problemen sein, um die halt möglichst gut angehen zu können. Also rufen wir unser Team zusammen, unser Schockraumteam und informieren die zunächst über die Informationen, die wir haben. Das sind ja meistens am Anfang noch nicht so ganz so viele. Ja. Schlechter Patient. Genau, reduzierter Allgemeinzustand. Aber trotzdem haben wir vielleicht das eine oder andere Problem, was wir perspektivisch angehen können und auf das wir uns vorbereiten können. Also beispielsweise alles, was wir aus uns heraus stemmen können, sozusagen schon mal die Intubation vorbereiten, schon mal die Medikamente aufziehen, schon mal überlegen, was machen wir, das Beatmungsgerät, ist das jetzt wirklich safe und gecheckt und voll aufgerüstet wieder vom letzten Schockraumeinsatz oder gibt es da noch irgendwas, was wir machen müssen? Also einfach alles, was uns in der Phase der Vorbereitung, alles, was wir da machen, das bringt Ruhe in die Phase der Schockraumversorgung. Deswegen ist diese Phase so wichtig. Und natürlich nicht nur das, was wir im Schockraum machen, sondern auch unsere Transferstellenpartner, die wollen natürlich informiert werden. Mhm. Ja, und natürlich müssen wir dann, viele Schockraumpatienten könnten ja möglicherweise ein Intensivbett brauchen. Also das wäre noch ein wichtiger Punkt. Haben wir überhaupt ein Intensivbett zur Verfügung? Ist das kurzfristig? Nein. Ja, meistens die Antwort nein. Aber wir geben natürlich den Kollegen, je früher wir anrufen, desto mehr Möglichkeiten, auch irgendetwas möglich zu machen noch. Ne? Möglicherweise Patienten schon mal vorzubereiten, zur Verlegung vorzubereiten, zu entlassen, andere Sachen zu suchen, irgendwas zu zaubern. Das CT wäre auch ein wichtiger Partner, weil wir ganz viel Schnittbildgebung machen und wir wissen alle, Pull-Prozesse funktionieren halt deutlich besser, als wenn ich die überrasche und erschrecke und sage, hallo, wir kommen jetzt mit dem Patienten und wir sind schnell und ihr müsst jetzt alles andere über Bord werfen. Da fühlt man sich natürlich insgesamt abgeholter und mitgenommener, wenn man weiß, okay, da könnte gleich was kommen, der wird vielleicht nochmal anrufen. Mhm. Okay, das heißt, wir bereiten uns vor, aber wir sagen auch den anderen so ungefähr, was wir erwarten, was ja immer ganz nett ist, wie du sagst. Der nächste Schritt, jetzt kommen die da rein marschiert. Übergabe finde ich ja tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Jetzt kann das sein, dass der Notarzt reinschlappt, mit dem Protokoll irgendwo schon mal was erzählt und die Kollegen vom Rettungsdienst etwas verschwitzt nachkommen, weil ja, die mussten halt arbeiten. oder man macht eine Übergabe am Gang oder man macht die irgendwie im Schockraum, aber während man spricht, lagern die einen schon um und hin und her. Gibt es da ein Konzept oder sind da so ein paar Punkte, wo ihr sagt, was kann man da besser machen? Ja, du hast ganz viele Sachen aus der hoffentlich bald steinzeitlichen, dem steinzeitlichen Alltag genannt. So haben wir es alle schon mal erlebt, so wollen wir es natürlich nicht erleben. Und natürlich funktioniert die Übergabe am besten, wenn wir eine Übergabe von Team zu Team machen. Mhm. Aber bevor wir das starten, müssen wir natürlich einmal gucken, ist der Patient denn wirklich stabil genug für die Übergabe? Ja, also können wir uns die Zeit nehmen oder müssen wir vielleicht irgendwelche Maßnahmen machen? Und das machen wir mit dem Ersteindruck, der in den angloamerikanischen Buchstabenkursen der Five-Second-Round genannt wird und da auch schon sehr gut etabliert ist. Wir schauen also einmal auf den Monitor des Rettungsdienstes, wir schauen uns einmal den Patienten an, ist er stabil genug für die Übergabe oder gibt es einzelne wenige Handgriffe, die wir machen können?
können, um den Patienten so stabil zu machen, dass wir eine vernünftige Übergabe uns anhören können. Okay, ja, das klingt schon mal ganz gut, weil wer hat es nicht erlebt, ne, dass so, ja, ja, ist alles stabil und dann ist der Tubus halt doch nicht dort, wo er sein soll oder der Patient atmet doch gerade jetzt nicht mehr und das ist ja kein Vorwurf irgendwie an irgendwelche präklinischen Teams. Nein, und wir kennen es ja genau, selber ja, aus der Praxis, wie schnell mal beim Ausladen irgendwas passieren kann oder in der Rettungsdiensteinfahrt irgendwie sich halt auch was verschlechtern kann und dann, deshalb glaube ich, macht es echt Sinn, der kurze Blick. Und dann machen wir Übergabe, dafür haben wir dann auch irgendwie Zeit, müssen jetzt nicht rumhetzen oder zumindest nicht. Und vor allen Dingen der kurze Blick von extern drauf, ja, wir wissen alle sozusagen, das ist auch ein Teil des Vier-Augen-Prinzips, ja, dass man nochmal sagt, okay, ich schaue mir den an, ob ich den als Teamleiter im Schockraum für stabil genug befinde, weil ganz ehrlich, als Notarzt würde ich auch sagen, na klar ist der Patient stabil, ich habe ihn doch gebracht. Ja, sehr gut. Das ist die Antwort dann, Problem gelöst. Okay, jetzt haben wir uns vorbereitet, wir haben Übergabe gemacht. Jetzt habt ihr sicher einen total fancy Algorithmus für die Erstversorgung, oder? Da kann ich dich total beruhigen. Wir haben natürlich auf die altbekannten Konzepte zurückgegriffen und wir haben den ABCDE-Algorithmus auch in der Erstversorgung im Primary Server eingebaut, weil das ist letzten Endes ja das Standardisierte, das kennen wir alle. So gehen wir kritisch kranke Patienten an. Ja, warum sollte das bei uns anders sein? Na, da muss man sich nichts Neues merken, damit können wir umgehen und den können wir zügig durchführen. Okay, das heißt schnell und fokussiert ABCDE, Probleme beheben, von der spritzenden Blutung bis zur kritischen Hypoxie, da ist ja eine wilde oder Hypotonie und so weiter und so fort, wollen wir jetzt nicht alles wiederholen, aber jetzt ist es so, ich will jetzt nicht sagen, dass Trauma einfach ist, weil Respekt vor allen, die das wirklich gut können, ich zum Beispiel nicht, aber da sehe ich jetzt, steht der Knochen schief oder blutet es da irgendwo raus oder blutet es irgendwo rein, da habe ich häufig schnell ein Problem erkannt. Jetzt bei, sagen wir mal, Nicht-Traumapatienten ist es ja manchmal schwierig. Jetzt habe ich den irgendwie stabilisiert, aber ich habe noch keine Ahnung, woher kommt jetzt die Hypoxie? Warum ist der jetzt komatös? Ne? Was ist das Problem? Was ist dann der nächste Schritt nach ABCDE? Geht's weiter. Ne? Und da fand ich das total gut, dass du gerade gesagt hast, ich habe ein Problem erkannt und gelöst. Und genau das wollen wir machen in der Phase der Erstversorgung. Wir wollen Probleme erkennen und lösen, nämlich die 5 Probleme ABCDE. Ne? Und die wollen wir erkennen, angehen und irgendwie den Patienten so stabilisieren, dass wir dann für die weitere Versorgung Zeit gewinnen. Wir machen eine kleine Pause zwischen der Erstversorgung und der erweiterten Versorgung, dass wir noch einmal kurz das Team ranholen und uns alle auf einen Stand bringen mit einem Team-Timeout und tatsächlich dann sagen, okay, ist der Patient für uns stabil und kritisch, dass alle das gleiche Bild haben und auf einer Linie dann arbeiten. Und wir wollen dann natürlich auch die Probleme priorisieren. Meistens hat der Patient ja 1 oder 2 kombinierte Probleme, zum Beispiel ein BC-Problem in erster Linie, die wir dann angehen, adressieren wollen und wo wir dann ein bisschen detaillierter nachforschen wollen. Aber was er definitiv ja auch hat, zusätzlich zu seinen Problemen, er hat ein Leitsymptom. Und er hat dann 1 von 5 Leitsymptomen, mit denen wir dann weiterarbeiten können. Und die müssen wir dann in dieser Pause einmal definieren und damit auch da wieder alle im Bild sind. Jetzt hast du natürlich schon quasi die Überleitung perfekt gemacht. Wir haben gesagt, 5 Probleme, ABCDE, das merke ich mir noch ganz kurz. Welche 5 Leitsymptome gibt es denn da eigentlich? Also Atemnot, denke ich. Genau, Dyspnoe, Thoraxschmerz, Vigilanzminderung, das akute Abdomen und den Schock. Das sind unsere 5 Leitsymptome, sodass wir von den 5 Problemen über die 5 Leitsymptome hin zu einer Arbeitsdiagnose kommen können. Nächste Frage. Jetzt, okay, sagen wir, der hat jetzt akute Atemnot. Super, kann ich es irgendwo aufschreiben, aber der Schritt zur Diagnose, den finde ich schwierig. Das kann ja von A bis Z irgendwie 1 Million Ursachen haben. Absolut. Wie kann ich das jetzt für mich priorisieren, sammeln? Das muss ich ehrlich sagen, ist auch das, was mir oft schwer fällt in der Realität. Ja, vor allen Dingen in der kritischen Phase. Ne? Du arbeitest, du bist unter Stress, ne? Was fällt dir ein? Oh, gar nicht mehr so viele Sachen. Ne? Genau, und da sind wir in dem Punkt, wo wir möglicherweise einen Fixierungsfehler begehen können und uns auf das stürzen, was wir einfach häufig sehen, was wir häufig behandeln und sagen, okay, das wird schon sein. Ne? Und möglicherweise die zweite Diagnose oder die etwas andere Diagnose, die so ähnlich aussehen kann, dann einfach gar nicht im Kopf haben. Ne? Und das ist der wichtige Punkt. Punkt in der weiteren Versorgung, dass wir nochmal einmal alles zusammensammeln, nämlich die Anamnese, wir komplettieren, wir machen die körperliche Untersuchung, wir machen sowohl das Reassessment als auch die Komplettierung der körperlichen Untersuchung, fangen da priorisiert bei den Problemen an, die wir vorher festgestellt haben und schauen uns das nochmal ganz genau und im Detail an, wo könnte da irgendetwas sein, weil wir ja wissen, dass wir mit einer guten körperlichen Untersuchung super viel rausfinden können. Ja, und dann haben wir unsere leitsymptomorientierten Diagnosekarten.
die wir dann zur Hand nehmen. Und da gibt es natürlich auch 5 Stück von, also von den LOD und noch mehr Taschenkarten, die noch ein bisschen die Seiten sozusagen dann mit abdecken, die Seitendiagnosen. Aber diese 5 Taschenkarten, mit denen kann man dann anfangen zu arbeiten und den Geist sozusagen wieder ein bisschen öffnen. Und dann die Differentialdiagnosen, die ganz häufig bei den Krankheitsbildern sind und auch die Killer sozusagen dann schnell abarbeiten, rausfinden und den Kopf frei haben. Das ist ein guter Punkt und ich vermute, du hast eine Taschenkarte. Zeig es uns doch mal. Wie schaut das aus und wie funktioniert das? Genau, das wäre so eine Taschenkarte, eine leitsymptomorientierte Diagnosekarte hier zum Leitsymptom Dyspnoe. Und was wir ganz oben gemacht haben, wir gucken als allererstes, ist denn die Basisdiagnostik zu dem Zeitpunkt abgeschlossen? Okay. Das heißt, bevor wir uns zurückziehen und uns in unsere differenzialdiagnostischen Überlegungen begeben, schauen wir, gibt es noch irgendetwas, was wir noch nicht auf den Weg gebracht haben? Beispielsweise steht hier das EKG beispielsweise drauf. Ne? Das heißt, dann sagen wir, hey, haben wir schon 12-Kanal-EKG geschrieben oder ist das bisher untergegangen? Oder gibt es bei Dyspnoe möglicherweise spezielle Laborparameter wie das Pro-BNP, was wir noch mit abnehmen sollten, was wir vielleicht nachmelden müssen, weil es noch nicht in unserem Standardprofil ist? Das sind so Erinnerungen, Trigger, die wir da erstmal einmal abarbeiten können. Ja. Und dann können wir uns in die Diagnosen stürzen. Und zunächst die roten Diagnosen, also die Killer, ja, die gefährlichen gelben Diagnosen, abarbeiten, durcharbeiten. Und wir haben auch immer so ein kleines Piktogramm daneben geschrieben, mit welchem diagnostischen Mittel wir vorschlagen würden, diese Diagnose auszuschließen. Und das wollen wir ja machen. Wir wollen ja die gefährlichen Diagnosen ausschließen, weg vom Tisch. Ne? Und dann bleibt vielleicht etwas stehen oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es auch nicht mehr gefährlich. Okay. Ja, das ist, also muss ich wirklich sagen, ich finde die so schön. die haben ja manchmal nochmal... Wasserfest. Genau, ne? Und die haben hinten da nochmal zum Beispiel jetzt was zu Lungenultraschall und so weiter. Also wirklich sehr praxisorientiert und hilft mir auch, weil wie du sagst, ich meine, an den Infarkt, beim Brustschmerz denken hoffentlich die meisten, aber denken wir jetzt immer an die Darmischämie oder also beim Schock jedes Mal oder geht die dann halt unter, weil der Netz Bauchschmerz hat. Also das ist ein cooles Tool. Wenn jetzt jemand, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, ACLS-Kurs und so weiter, den wollen viele Leute machen, da gibt es noch nicht so viele Kurse, weil der einfach, ist einfach hart gebucht, das ist doch schön, aber wenn die das jetzt bis jetzt noch nicht gemacht haben, wie kommen die an die Karten, wie geht es weiter, wie kann man, wenn man jetzt sich da fortbilden will, wie kommt man voran? Ja, wie geht es hin, ne? Genau, also das ist natürlich ein Punkt, den wir so schnell wie möglich beheben wollen und da, wo wir auch auf dem Weg sind, so viel wie möglich Kurse anzubieten. Aber uns ist total wichtig, dass jeder, der den ACLS-Kurs besucht, egal wo der ACLS-Kurs dann jetzt auch stattfindet, die gleiche hohe Qualität bekommt. Das ist ein wichtiger Punkt und da braucht es, wie bei ATLS, wie bei allen anderen Buchstabenkurssystemen auch eine gewisse Anlaufphase. Und da muss ich einfach ein kleines bisschen Geduld bitten. Ja, wir holen garantiert auf und da kommt was, ganz genau. Aber wir brauchen ein kleines bisschen Zeit dafür. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, du kannst beim Notfallcampus online dir den Pre-Audit-Algorithmus als Plakat entweder bestellen oder kostenfrei runterladen, wenn du den selbst ausdrucken möchtest. Wir verlinken das alles. Klasse. Du kannst den Rush-Algorithmus nach ACLS, den wir erstellt haben, kannst du dir auch als Plakat runterladen. Da gibt es noch ein paar mehr Plakate, die du dir dann auch möglicherweise kaufen kannst. Unsere Toxidrom-Sonne, die wir erstellt haben. Und du kannst dir auch dieses Taschenkarten-Set kaufen. Okay. Ganz genau. Entweder einzeln oder halt in irgendwelchen Bundles. Super. Also, ja, wir haben nichts davon, aber wir finden die gut. Deshalb verlinken wir das total gern und das ist auch wirklich eine coole Sache, die in der Praxis, gerade so um 4 Uhr in der Nacht, wenn so die Kapazität ein bisschen geringer ist, echt ganz praktisch ist. Ingmar, das war jetzt ein richtig guter Überblick. Ich würde sagen, wir sind ja noch nicht ganz am Ende, ne? Oh Mist. Genau. Die weitere Versorgung ist abgeschlossen und jetzt haben wir ja so viele Diagnosen rausgestrichen, dass möglicherweise eine oder vielleicht noch zwei überbleiben. Mhm. Unsere Arbeitsdiagnosen, das führt uns dann zum Team Timeout 3. Wir gucken nochmal, ist der Patient jetzt stabil oder ist er immer noch kritisch? Müssen wir noch irgendwas an dem Patienten machen, bevor wir weiterfahren? Wir haben eine Arbeitsdiagnose gefunden, die wir jetzt auch anfangen können zu therapieren. Und jetzt können wir sozusagen in der letzten Phase mit dem To-Do die Disposition einleiten und gucken, okay, wie fahren wir jetzt wohin? Und vor allen Dingen ganz zum Schluss, wenn wir fertig sind, wann machen wir das Debriefing? Sehr gut. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil ich tendiere ja, meine Aufmerksamkeitsspanne fällt dann schnell ab. Ne? Ist ein Stemi, ja passt, Problem gelöst, ne? Aber ist ja noch vielleicht ganz. Für alle, die Lust haben auf den ACLS-Kurs,
kann man sich anmelden beim Degina Notfallcampus. Die ganzen Sachen hat Ingmar schon gesagt, wo man die bekommt und sich anschauen kann. Wie gesagt, man kann sich auch viel, gerade den Algorithmus nochmal runterladen, einfach anschauen. Gibt es auch bei uns auf der Webseite, verlinkt vom Notfallcampus. Wenn Fragen sind, wenn ihr sagt, ich habe ein ganz anderes Konzept, das ist viel besser, oder ich habe ein Detail ja im Algorithmus nicht verstanden, dann schickt uns das alles, geht alles an Ingmar, wird binnen Sekunden beantwortet. Unbedingt, nein, auf jeden Fall. Also gerade in der Anfangsphase, ja, wenn vielleicht nur einer im Schockraum mal oder aus dem Kernteam beim ACELS-Kurs dabei war und gesagt hat, so, jetzt möchte ich aber doch irgendwie meinen Leuten das mal erzählen. Natürlich, wenn da Fragen sind oder sowas, sprecht uns an. Wir stehen da aus dem Kursdirektorium für euch zur Verfügung, um Details zu klären, wenn irgendwas noch unklar ist. Ja. Wir wollen natürlich, dass es so schnell wie möglich in alle nicht-traumatologischen Schockräume in Deutschland kommt. Sehr gut. Gutes Schlusswort. Mir fällt fast nichts mehr ein, außer teilen, liken, kommentieren, was man halt so machen muss im Internet. Wir sind gespannt auf eure Ideen und Fragen und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei Nerd für Medizin. Ciao. Tschüss.